Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, Leute, Daily Shop News und Combo Masteries mal wieder. Schauen wir mal hier rein. Hier haben wir. Oh, jetzt neu da: Mythic Brine in Mamas Album und Gigantenschatulle. Nice. So. Jetzt gucken wir mal hier. Hier haben wir nach wie vor bei den Karten die Pointillism Tire Box. Habe ich ja mal in einem anderen Video vorgestellt. Pointillism, Graffiti Mural, Philip J. Fry, Jerome's Mother, Mutilated Therapy Dolls und Francine Smith. Ja, und darum gibt es dann auch noch diese Pre-Combos hier. Also Combo Masteries. Pointillism, Kuchi Copy Sculptor, Brine Statues, Fry's Paintings, Wine and Paint Quagmires und Draw Me Tina. So, auf jeden Fall eine nice Box und man kriegt eben mehr raus als bei einer normalen, bei einem normalen Sonderangebot. Hier haben wir die Tina in Mythic mit roter Rodriguez to Real, Red Rodriguez to Real, Graffiti Mural, Mutilated Therapy Dolls und Lois Griffin. Auf jeden Fall auch eine coole Box. Ist ein bisschen, es ist noch 14 Stunden, 14,5 Stunden. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Herrlich war. So, ein Tag und 14 Stunden noch. Die Dance Squad Box. Die ist natürlich mega nice. Super Dance Squad. Nibbler on the Roof. Oder Nibbler auf dem Dach. Oldies mit Süßem. Oh, Oldies with Goldies. Big Mountain Fudge Cake. Philip J. Fry. Und Hank Hill. Eine sensationell geile Box. Auf jeden Fall. Jetzt Music BGE. Am Donnerstag geht's los und da ist diese Box hier der absolute Oberknaller, Oberhammerbringer, Brüllerman. So, hier schauen wir jetzt mal rein. Hier haben wir jetzt den Combo Masteries, den S&M Peter. Ja, let's have a look at this man. S&M Peter. Das ist dieser da. Gucken wir mal da rein. Den muss ich mal wieder ein bisschen verschieben. So, das ist S&M Peter. Mit Kostümkarten und schauen wir mal rein, wie das aussieht, wenn der gemaxt ist. Hier einmal mit der Scary Mask und mit der Skimaske geht er. Ist, sag ich mal, ja. Also, wenn du eben die erste Combo gespielt hast, dann wird es langsam interessant. Also, wenn man sich das anguckt, dann hast du dann plötzlich hier 37 Angriff. Aber das ist, ich meine, sorry, andere Karten machen das Ganze mit Grace, ja, und hier muss ich jedes Mal extra eine Combo spielen, um dann den Wert da hoch zu bekommen. Deswegen finde ich den S&M Peter nicht ganz so toll. Er ist stark, definitiv. Wenn man einige Combos gespielt hat, dann wird er echt stark, aber andere machen das mit Grace und dann, da brauche ich nicht extra was zu machen. So, also, deswegen von mir keine 500 Gems für den S&M Peter. Hier eine geile Karte. The Burger Boss Bob. Burger Boss Bob. Und hier, der hat jetzt. Ja, gehen wir mal darunter. Gehen wir mal gleich in die Mythic-Variante von dem Ding. Und wie man hier sieht, hier hätten wir jetzt schon 15-fach Craze. Ohne dass ich noch sonst noch was machen muss. 24 Stoß durch die Mauer. 16-fach Craze. 15 Craze, 16 Craze. Mit Chinchilla Addict, Baked Evil Monkey. Was haben wir noch? Toad Licking, Hypnotoad, Leon Pettard, Prescription Weed und Butterscotch Toffees. So, also auf jeden Fall auch eine coole Combo. Aber 500 Gems auch hier meiner Meinung nach too much für. Ja. So, deswegen machen wir das Ding gleich wieder fort. So, und dann sind wir bei den Äquestronauten angelangt. Die Äquestronauten. So, das ist eine Tina zum Beispiel. Da gibt es ja. Oh, nee, geht nur mit der Tina, stimmt. Die Äquestronauten. Hier mit Spielzeugkarten, also nur mit dem Wireless Audio Transmitter, wenn du so willst. Alles andere macht jetzt hier wenig Sinn.
Und dann kommt da unten eben raus Revanche und Cripple All. Aber deswegen würde ich mir keinen Wireless Audio Transmitter ins Deck klatschen. Sorry, nein, würde ich nicht tun. So, deswegen machen wir den gleich wieder weg. Und dann sind wir beim Cat Dragon angelangt. Ja, hier muss ich jetzt echt mal überlegen. Also hier haben wir einmal die Louise mit dem Planet Express Schiff. Und das ist halt die einzige legendäre Flugkarte, die ist ja jetzt neu mit hinzugekommen. Also es ist natürlich schon mächtig hier, ne? Und dann sieht, hier hast du dann jetzt plötzlich 22 Punch und 19 Angriff, 24 Stoß, 16 Bodyguard. Aber eben nur in Kombination mit der Mythic Louise und dem legendären Planet Express Schiff. Aber auch hier wiederum, ja, Planet Express Schiff ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Ich meine, du wirst das Teil nie bei BGEs benutzen können in irgendeiner Form, ne? Aber die Kombo da unten ist auf jeden Fall gut. Also, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es jemand hat, aber wenn jemand ein Max Planet Express Schiff hat und ein Mythic Louise, dann ist das Ding bestimmt ganz nice. Ja, und dann würde ich an seiner Stelle da auch wahrscheinlich die 1000 reinklatschen. Ansonsten, nein. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schreibt es mal an, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir dann gleich auch rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.